Andreas Altmann ist einer der bekanntesten Reisereporter Deutschlands. Kaum ein Land, das er noch nicht bereist hat. Mittlerweile hat er 22 Bücher geschrieben, darunter 7 Bestseller. Und sein neuestes Werk kreist um den Begriff Heimat. Und das Buch, das stellt er uns heute hier vor. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer Online-Lesung. Heimat ist für Andreas Altmann mehr als ein geografischer Ort. Heimat kann Sprache sein, das Reisen, Menschen, Musik. Heimat soll wärmen. Und seine Heimat heute ist unser virtueller Salon. Wir freuen uns sehr, dass er heute zu Gast ist. Andreas Altmann und Gebrauchsanweisung für Heimat. Hallo, ich werde 2 Kapitel vorlesen. Zuerst das lange, es heißt Menschen und ist das letzte Kapitel in dem Buch. Und dann, eine kleine Zugabe, in ihr leichteren Text, der spielt in New York und es handelt sich um eine Hymne an eine Frau. Menschen, der unergründliche Mensch. Nach jeder Entdeckung eines seiner Geheimnisse geht eine Tür auf, die in die nächste Tiefe führt. Kein Ankommen scheint in Sicht zu sein. Vor Ewigkeiten lebte ich im Ashram eines indischen Gurus. Er bot die verschiedensten Groups an, in denen man meditieren lernen konnte oder Yoga oder tanzen oder massieren oder seine heimlichsten Aggressionen wahrnehmen oder beharrlich üben, ein besserer Liebhaber zu werden oder, wie bescheiden, als Erleuchteter aufzuwachen. Und in einer Gruppe, von ihr soll jetzt die Rede sein, ging es um nichts anderes als herauszufinden, who am I? Wer bin ich? Was für eine groteske Frage. Jeder weiß doch, jeder kann 1000 Dinge über sich aufsagen. Massenhaft Details, Erfahrungen, Empfindungen, ja nackte, unwiderrufliche Tatsachen. So dachte ich, weil ich jung war und blöd. Aber diese 7 Tage und Nächte in einem Raum mit 8 Frauen und 8 Männern brachten die ersten Risse. Die Einführungsworte der Leiterin waren harsch und unmissverständlich. Zitat, es geht um eure Wahrheit und die Tricks und Fassaden, in denen ihr sie versteckt. Ihr braucht euren ganzen Mut, manchmal sogar Tapferkeit. Lasst alles zu, was in euch hochkommt. Ärger, Hass, Rückenschmerzen, Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit, Zorn, Ablehnung, Traurigkeit, Geilheit, Fluchtgedanken, was auch immer, wo auch immer. Auf der Toilette, beim Schlafengehen, beim Erwachen, beim Essen. Doch bleibt unerbittlich bei der Frage, wer bin ich? Zitat Ende. Order wie in einem Zen-Kloster. 4.45 Uhr. Wir schliefen auf Matratzen am Boden, aufstehen, sofort, ohne Dösen, sofort ab ins Bad, wo bereits radikale Zustände herrschten. Eine Frau saß auf der Kloschüssel und erledigte ihre Notdurft. Ein Mann mit morgendlicher Morgenlatte pisste in die Schüssel daneben. Ein paar duschten, die nächsten warteten. Ich putzte mir die Zähne und erinnerte mich pflichtgemäß an Who am I? Und wusste es genau, Doppelpunkt, ein Würstchen, das sich auf dubiose Zumutungen einließ, deren Ausgang gewiss kein Glück versprach. Die Struktur war denkbar einfach. Sich einen Partner suchen, sich gegenübersetzen und abwechselnd je 5 Minuten lang erzählte einer dem anderen etwas über sich. Sonst galt striktes Stillschweigen. Zudem alles ohne Berührung, nicht zu reden von Sex. Hatte man sich an 3, 4 Wildfremden abgearbeitet, wurden wir mit scharfen Körperübungen gedrillt oder zu bizarren Auftritten wie nackt an den Wänden entlang tapsen und ohne Unterlass Who am I vor uns hinzumurmeln, wie greinende Klageweiber oder hinaus in den indischen Monsun laufen und im strömenden Regen die letzten 10 Minuten Full Speed sprinten. Als würde das nicht reichen, wurde jeder immer wieder in den Nebenraum gerufen, um sich von einem der Gruppenleiter, ein Mann war hinzugekommen, eine Predigt anzuhören, wie verschlossen man sei, wie störrisch, wie erbärmlich, wie absolut nicht bereit sein wahres Gesicht zu zeigen. Natürlich hielt jeder die beiden für abgefeimte Sadisten, die uns an ihrem kranken Geist teilhaben ließen. 2 Versager im bürgerlichen Leben, die jetzt ihr bisschen Macht vorführten. Doch so einfach war es nicht. Durchaus möglich, dass sie sich in ihre Rolle zwangen, es bewusst aushielten, gehasst zu werden, um uns zu helfen.
indem sie uns zuerst ruinierten und alle unsere Verteidigungsstrategien unterliefen, um jeden Ausweg und jede Ausrede zu versperren. Wer erschöpft wird, wer erschöpft ist, es wird durchlässiger. Seine Mauern bekommen Löcher, die ersten Barrieren verschwinden. So redete ich mir ihre lobenswerten Absichten ein, um meine Anwesenheit hier zu rechtfertigen. Am Ende der Woche fühlten sich die 7 Tage wie 70 an. Unerträglich oft hatte ich mich den 15 Frauen und Männern zugemutet und mein Scheißleben, meine Träume, meine Hoffnungen, mein ganzes Sein vor ihnen ausgebreitet. Und nicht weniger oft musste ich mir ihr Scheißleben anhören, den Angestelltenfrust, die Säuferstories, ein Nuttenleben, 2 Punkleben, die Junkie-Geschichten, das Hausfrauenlos, die Verzweiflung, das Schluchzen, das trostlose Verstummen und zuletzt stets die so einfache Überzeugung, die Zukunft muss anders sein. Am letzten Nachmittag saßen wir alle im Kreis, sollten die Augen schließen. Und weil sie es wieder öffneten, stand ein riesiges Tablett mit Schokoladekuchen, Chai, Blumen und Kerzen in der Mitte. Hergetragen von den 2 Drachen, die nun jeden von uns umarmten. Und alle heulten los, so fertig, so gerührt, so verletzbar, so nackt an Leib und Seele. Nein, das große Glück kam nicht vorbei, nur die innige Freude, vor der Schinderei nicht davongelaufen zu sein. Nach der fröhlichen Stunde gingen wir ziemlich unerleuchtet auseinander. Doch ich vermute, dass wir alle etwas gelernt hatten. Noch immer wusste keiner, wer er war. Aber er spürte, dass er viel mehr war, viel komplexer, viel widersprüchlicher, viel irrationaler, viel geheimnisvoller, viel heller und viel dunkler, ja eben viel unergründlicher, als es bisher sein Selbstbild zugelassen hatte. Gut, ich darf nur für mich sprechen. Und so schwor ich mir, nimmer zu sagen, ich kenne diese Frau, ich kenne diesen Mann. Ich will nur noch behaupten, ein paar Eigenschaften weiß ich, vom ungeheuren Rest habe ich keine Ahnung. Schnell eine Randbemerkung zum Lieblingswort der Esoterik-Esel. Erleuchtung. Laut vieler Esel wandeln viele Erleuchtete auf Erden. So eine Art Übermenschen, die mit kosmischer Weisheit erkannt haben, was die Welt zusammenhält. Sie plagen keine Fragen mehr, sie haben nur Antworten. Verkündet als ewige Wahrheiten. Doch selbst ihr Chef Erleuchteter, Herr Buddha, hat Sprüche losgelassen. Erwähnt sei nur ein Beispiel, Sexualität, über die man heute entweder schallend lacht oder ob ihre Einfältigkeit in Tränen ausbricht. Auch unser Guru war nicht enlightened. Sein später Lebensweg führte dank katastrophal falscher Entscheidungen knapp am Abgrund vorbei, was in nichts die Tatsache widersprach, dass er smart war. Erstaunlich belesen, vielwissend, witzig und originell und Inder. Und in diesem Land gehört der schöne Wahnsinn zum Bruttosozialprodukt. Lassen wir allen überirdischen Hokuspokus beiseite. Dann unterscheiden sich Menschen nur von ihrem mentalen Zustand, soll hier die Rede sein, vor allem durch den Grad ihres Bewusstseins. Je unbewusster einer, desto egozentrischer und mühseliger verfährt er mit seiner Umwelt und mit sich selbst. Was für ein Kreuz, ununterbrochen sein monströses Ego mit sich herumzuschleppen, immer pushen, immer andere schmähen, immer Platz schaffen müssen für das Monstrum, das nie genug Raum findet, da andere Monster im Weg stehen. Das Gegenteil von einem Ich-Besessenen wäre ein Zeitgenosse, Frau oder Mann, wieder egal, der sich nicht als Master auf die Universe aufführt, der vielmehr cool und elegant mit anderen umgeht, ein Smooth Operator, der sich eher unangestrengt durchs Leben bewegt und dem nie eine Geste der Demut passiert, der stets auf gleicher Augenhöhe besteht. Einer, der sein Herz nicht gegen sein Hirn ausspielt, der beides mag, denken und sich anrühren lassen. Der Mensch braucht Menschen als Heimat. Freunde, Brüder, Vorbilder. Mit Glück hat man sogar einen vorbildlichen Vater, eine vorbildliche Mutter. Ja, jedweden Fremden, der näher kommt, und dem man näher kommen lässt. So einer, der das zulässt, bekommt ein reiches Leben. Äonen reicher als das eines Vernagelten, dessen Wirklichkeit am Brett vor seinem Kopf endet. Einsamkeit fängt an, wenn keiner mehr nahe ist oder, noch bohrender,
wenn keiner mir nahe sein will. Nochmals zurück zur Wer bin ich Gruppe. Die meisten litten, abgesehen von anderen Wunschstellen, an der Gewissheit, dass sie nichts wert seien. Jedenfalls fast nichts wert. Entlang der Stationen des bisherigen Lebens, Kindheit, Schule, Beruf, gab es ganz offensichtlich wenig Zeichen der Begeisterung, wenig Glanz und Gloria, dafür zu viel Verneinung und zu viele Defekte. Nicht genug gelten. Judy, eine Amerikanerin, meinte, sie fühle sich als menschliches Wesen wie Bankruptcy Assets, wie eine Konkursmasse Mensch. Klar, solche Beichten kamen erst nach Tagen, als unsere zur Schau getragene Selbstsicherheit zu verwittern begonnen hatte und wir bereit waren, preiszugeben, was sonst mit Nachdruck verheimlicht wurde. Das nahm ich mir nach der Woche vor. Eher rühmen als platt machen. Selbstverständlich scheiterte ich oft. Mein eigenes Ego kam in die Quere. Die alte Lust, jemanden runterzuputzen, um mich aufzupolieren. Wer kennt das nicht? Damit wir uns nicht in die falsche Richtung verlaufen. Garantiert kommen Gelegenheiten, bei denen Personen, Frauen wie Männer, auftreten, deren Worte und Taten man nur verachten kann. Und die niemand heilt mit Aufrufen zur Menschenfreundlichkeit. Dann soll scharf widersprochen werden, entschieden unfreundlich und eindeutig. Mir schaudert vor unbelehrbaren Pazifisten. Was ich damals in Indien anfing zu praktizieren, Doppelpunkt, dass ich grundsätzlich versuche, nicht jeden anderen, von dem ich fast nichts weiß, vorweg abzuwerten. Dass ich die Angst vor dem Fremden aushalte und sie nicht automatisch zur Ablehnung führt. Ich will kein vom Leben erschreckter Mensch sein. Viele Jahre später wurde mir diese Tatsache, Anerkennung als Grundnahrungsmittel, auf ungemein witzige und ergreifend lächerliche Weise bewusst. Rabiat bewusst. Ein Freund hatte mir einen YouTube-Link geschickt. Titel Smallest Penis Contest. Organisiert von Howard Stern, Anchorman seiner berühmt-berüchtigten Radioshows, die gleichzeitig per Video übertragen würden. Unfassbares tat sich auf. Knapp 20 Männer traten fasernackt vor eine vierköpfige Jury, darunter eine Frau, Ausrufezeichen, und Sterns Mikrofon und Kamera, und zeigten her, was sie nicht hatten. Penisse, die man nur mit kreischendem Gelächter oder totenstiller Fassungslosigkeit betrachten konnte, wenn überhaupt. Denn drei waren für das bloße Auge nicht sichtbar. So piepsig, so unsichtbar verschwanden sie im Schamhaargestrüpp. Man hätte sich mit einer Lupe vor sie hinknien müssen, um den Kümmerling zu finden. Dazu kam, und damit stieg das Staunen ins Maßlose, dass ihr bestes Stücklein meist an einem völlig aus dem Ruder gelaufenen Body hing. Nein, Millimeter kurz hervorlugte. Die Tollkühnen präsentierten sich so mit der Weltöffentlichkeit mit zwei Makeln, die jeder normale Mann unbedingt verbergen würde, den ungustiösen Körper und Himmel. Durch welches Teil definieren sich Männer vehementer als männlich den läppischen Schwanz, der gerade noch zum Urinieren taugte, doch für alle weiteren Tätigkeiten gewiss nicht einsatzfähig war. Aber das war nicht die Sensation. So sensationell sich das anhört. Sie kam, als Stern den schwergewichtigen Pol fragte, der mit dem winzigsten gewonnen und der zuvor berichtet hatte, dass ihn Frauen beim Anblick seines Unterleibs aus dem Bett geworfen hätten, warum ihn fragte, warum er sich so der Menschheit zeige, ob ihm das nicht peinlich sei. Immerhin wüssten nun aber Millionen, wie es um ihn stünde. Und Paul antwortete so unglaublich, ich fasse zusammen, Doppelpunkt, ich bin Sieger, man kennt mich jetzt, alle schauen auf mich. Unser Hunger nach Wert und wäre es auf die absurdeste Weise. Das Wort, großgeschrieben, Ansehen,
kommt von viel angesehen werden. Jemand hat somit Ansehen. Die anderen sind die größte Herausforderung in einem Menschenleben. Täglich erfährt man, dass ein Teil der Milliarden Weltbewohner aus Dreck und Scheiße besteht, weil sie morden und vernichten und missbrauchen und bis zum letzten Atemzug alles, was lebt und atmet, plündern. Gräuel, die kein Raubtier schafft. Und ich lese, höre und sehe das und will nur Hassmensch sein. Noch mehr Hass, weil die Bestien Angst machen. Höre mich nach Rache flüstern und mutiere zum Spießer, der alle an die Wand stellen schreit und begreift, ich bin wieder mal Misanthrop geworden. Einer, dessen brüchiger Vorsatz zur Menschenliebe zum wievielten Mal auf dem Bauch gelandet ist. Die Ohnmacht der Sprache gegen die Übermacht des Lebens. Dann geschehen die schönen Tage, an denen fast nur Heldengeschichten an mein Ohr dringen. Von kleinen Helden, von großen, von Frauen und Männern, die Taten meistern, für die ich zu mutlos oder zu schwach wäre. Und mir kommen die Tränen der Begeisterung, der Erleichterung, denn ich muss niemanden verabscheuen, kann leichtsinnig bewundern und an ein Gefühl von Verbundenheit glauben. So geht das, seit ich vom Genie und Fluch des Menschengeschlechts weiß. Kaum sitzt die Hasskappe, verfinstert sich mein Herz. Kaum passiert eine Glanztat, lande ich auf den luftigen Höhen gedankenloser Freude. Ist der Mensch gut? Ist er böse? Grundsätzlich? Ich vermute eher gut, eher getrieben von dem Willen zu lieben und geliebt zu werden. Doch er ist verführbar. Und wenn der Falsche verführt, fängt der Verführte an, ein Schwein zu sein. Tut er es im Namen einer Ideologie oder Religion, dann wird er noch böser. Dann wird er seinem kreuzbraven Familienvater der fleißige Massenmörder. Der undurchschaubare Mensch. Zwei Seelen schlagen meine Brust, aber nein, unzählige pochen, unzählige fordern ihr Recht. Die amerikanische Schriftstellerin Susan Sontag erwähnte einmal folgendes Bild. Nehmen wir, beliebig ausgewählt, 100 Frauen und Männer, so befinden sich an einem Ende 10 Gütige, unbelehrbar gütig, nie zu korrumpieren. Und am anderen Ende stehen 10 Barbaren, pathologisch verwahrlost und nicht mehr beeinflussbar. Und dazwischen sind wir, die Mehrheit, die sich je nach Umständen nach links oder rechts zerren lassen, hin zu den Großtaten der menschlichen Rasse oder hinein in die dunklen, schwarzen Löcher unserer haltlosen Triebe. So wie ich auf meinen Körper schaue, damit er nicht verkommt, damit er standhält den Zumutungen, die ihn via Kälte, Hitze, Krankheit oder Wunden drangsalieren, so mache ich es mit meiner Seele oder, wie man das Teil auch nennen möchte, auf die Licht und Schatten fallen. Attacken, die ich aushalten muss, gleichzeitig nicht zulassen darf, dass sie verroht, dass Metastasen, vergiftet von Bitterheit und ätzendem Zynismus, sie überwuchern. So bin ich immer auf der Suche nach Frau, Mann, wieder egal, Einzelstücken. Jeden wertvollen Menschenfund ziehe ich an Land, in mein Leben. Die Weltmenschen, die unter der Schädeldecke gut durchlüfteten, die Menschen aus reinem Feuer, die Leidenschaftlichen, die Paradiesmenschen, die mich lieben, die Oh-Ja-Menschen als Serum gegen die Oh-Je-Menschen. Sie alle taugen als erste Hilfe, als Aphrodisiakum für die lebensmüden Tage, sind mein Bollwerk gegen die Eismenschen, die Einerlei-Menschen, die vergitterten Menschen. So gelten meine Freunde als der unwiderrufliche Beweis, dass es der Mensch durchaus zum Prachtexemplar schaffen kann. Dann kommt der Tag, an dem ich Geld wie Asche verdiene, dann werde ich jeden ein Denkmal aufstellen lassen, 10 Meter vor dem dahinter sich auftürmenden Museum, für jeden eins. Fraglos bin ich voreingenommen, sind ja meine Freunde. Und wer liebt, darf maßlos sein, darf aufdrehen und liebestolle Töne spucken. Sicher,
Ich brauche sie mehr als mich. Sie verhindern, dass ich ernüchtere. Michelle Obama sagte, als Little Richard gestorben war, Zitat, er weigerte sich, etwas anderes zu sein als er selbst. Zitat Ende. Sogleich dachte ich an die meinen und nickte leise. Aber gewiss, der gut aussehende Satz passt auch auf sie. Weil gerade von Freundschaft die Rede ist und dem schwerwiegenden Bedürfnis nach Nähe, eben der unausweichlichen Einsicht, dass man diesen Allein der Welt nicht aushält. Hier eine Meldung aus Japan. In dem Land ist jeder fünfte Sträfling über 65 Jahre alt. Die Mehrheit von ihnen klaute nicht aus Habgier, sondern mit dem Ziel, im Gefängnis zu landen, um der vermaledeiten Einsamkeit zu entfliehen und nebenbei dreimal am Tag ein warmes Essen zu bekommen. Dort trifft man andere Diebe, kann plaudern und kichert miteinander, muss kein menschenleeres Leben mehr tragen. Noch eine Extravaganz aus Japan, noch ein Wort über die Unergründlichkeit des Menschen, über den Hikikomori, der vor allem auf dieser Insel sein wunderliches Dasein fristet. Jene Menschenscheue, und es sollen einige Millionen sein, die sich in ein Zimmer einschließen und es fast nie verlassen. Junge, Mittelalte, Alte, meist Männer. Viel in der Wohnung ihrer Eltern, die sich schämen, Stillschweigen nach außen bewahren. Über jene, die in ihren verdunkelten Buden hocken und Tag ein, Tag aus, bis spät in die Nacht auf ihren blau erleuchteten Bildschirm starren. Fernsehen, Internet, Videogames. Das analoge Leben findet nur noch statt, wenn sie Fastfood essen, sich die Zähne putzen, sollten sie es tun, und onanieren. Der Rest ist virtuell. Tonnen von elektronisch generierten Bildern fluten pro 24 Stunden durch ihre Köpfe. Und keine Frau und kein Mann wird je dem Computer entsteigen und sie umarmen. So nah die Erfüllung, so fern. Die Gründe für die Angst vor allem und jedem. Die Psychologen mutmaßen, Doppelpunkt, der enorme Erfolgsdruck der Gesellschaft, Schmähungen in der Kindheit, Mobbing in der Schule, der schwache Charakter. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich selbst Leute ins dunkle Abseits eines Hikikomori verirren, die vorher tadellos funktionierten. Jahrzehntelang entlang eines ruhigen Alltags nie auffällig wurden. Ja, in keiner Ecke ihrer Biografie je ein Drama stattfindet. Nicht einmal ein Vater als Säufer, nicht einmal eine Mutter als gemütskrankes Elend. Und dennoch, das Unergründliche, wie faszinierend, wie unheimlich. Als ich jung war, wusste ich alles und war mir augenblicklich sicher, der Mensch ist so geworden, weil sein Vorleben so war. Er tat das, was ihm früher, weil ihm jenes früher angetan wurde. Ich dachte, man startet bei A und geht dann nach B, dann nach C und so weiter. Ich hatte keine Ahnung vom Wirrwarr der Seele, von den kolossalen, ewig krummen Umwegen, die sie auf sich nimmt, von den unfassbaren Widersprüchen, die in ihr wüten, von den Entscheidungen, die jeder Logik hohn sprechen, ja, von der Bereitschaft, Taten zu begehen, die nicht Richtung Lebensglück führen, sondern direkt an die Wand. Okay. Ich war eben ein Halbstarker und hatte ein Recht auf Rechthaberei. Heute, so will mir scheinen, wanke ich, so verunsichert 100 Mal pro Tag. Was mich seltsamerweise nicht nennenswert beschwert. So viel sorgloser flaniert man durchs Jahr. Die ungeheure Last des Besserwissers ist weg. Geradezu leichtfertig kommt mir der Satz über die Lippen, Doppelpunkt, ich weiß es nicht. Vor nicht langer Zeit las ich in Le Monde einen Text, in dem es um l'Empire des Imbéciles, das Weltreich der Schafsköpfe ging. Doppelpunkt, die Meinungsstarken, die unbedenklich eine Narretei nach der anderen raushauen. Ich sagen, kann jeder, meinte Adorno, und sie können es. Ihr bevorzugtes Tätigungsfeld ist das World Wide Web. Ihr Publikum sollen die 5 Kontinente sein, darunter machen sie es nicht.
Die Corona-Krise war wieder eine bravourose Gelegenheit, die Menschheit an ihrem Intelligenzquotienten teilhaben zu lassen, die irgendwo zwischen minus 200 und minus 300 hin und her schlingert. An vorderster Front die Athleten der Verschwörungstheorien, die vor keinem Irrsinn Halt machten. Was beweist das? Dass Hirnversagen nicht unbedingt zum Tod führen muss. Horden von Hirnlosen erfreuen sich bester Gesundheit. Vielleicht noch ein psychoanalytischer Blick auf diese Art Geisteskrankheit, die hinter so vielem ein Komplott lauern sieht. Möglicherweise handelt es sich um ZeitgenossInnen, bei denen eine Bedrohung wie bei Covid-19 eine heftige innere Verunsicherung auslöst, Furcht vor Kontrollverlust, die wiederum für diffuse Angstschübe und den Zustand des Ausgeliefertseins sorgt. Um damit fertig zu werden, suchen sie nach Erklärungen. Und eines Morgens wachen sie erlöst auf, denn der Schändliche wurde entlarvt. Und es macht Bingo, der Gates. Oder Bingo, die Juden. Oder Bingo, die Merkel. Oder Bingo, der schurkische Staat. Oder Bingo, die Impfmafia. Und so fort ad infinitum absurdum. Jetzt stabilisiert sich der Wirkopf. Er weiß Bescheid. Er muss handeln. Er muss uns den Spiegel vorhalten und sie, die fantastische Eingebung, in alle Himmelsrichtungen blöken. Dank WWW finden alle Wissenden blitzschnell zueinander. Der Wahn geht viral, die Schwarmdummheit zeigt ihre Muskeln. Der Autor des Le Monde-Essays, ein Wissenschaftler, erwähnte drei Hilfsmittel, die davor schützen sollten, könnten, sich ins Lager der geistig Eingetrübten zu verlaufen. Doppelpunkt, le doute, le nuance, l'autodérision. Ich übersetze ins Reine, Zweifel, sprich, nie das Gefühl loswerden, dass bei vielen Antworten ein Rest Ungewissheit mitschwingen soll, dass Wahrheiten sich ändern, dass ewige Wahrheiten noch nie existierten, ja man sich bewusst sein soll, dass der eigene Blickwinkel beschränkt ist, nie grandios genug, um alles zu erfassen. La nuance. Im Deutschen klingt das Wort genauso. Hier soll es sagen, viele Themen sind furchterregend komplex, was wohl der Hauptgrund für den Hunger nach einfachen Lösungen ist. Denn Komplexität verlangt intellektuellen Schweiß, täglich verlangt den unverzagten Mut zuzugeben, dass man keine oder wenig Ahnung hat. Oder so dürftig die Kenntnis ist, um ein Urteil abgeben zu können. Doch wenn der Mensch Stellung bezieht, dann große Bitte differenziert, nuanciert. Nicht mit der Posaune des Brolos in der Rechten und der Bildzeitung in der Linken. Die Erscheinungen der Welt, Meister Goethe, sind heute so zahlreich und rätselhaft, dass auch ein pausenlos Wissenshungriger bereits früh morgens mit dem Gedanken aufwacht, dass er wieder, wie am Tag zuvor, wie alle kommenden Tage, überfordert ist von dem, was das Leben an Phänomenen, an Zauber, an hinter tausend und eins Türen versteckten Geheimnissen zu bieten hat. Jetzt kommt die dritte Waffe. L'autodérision, Selbstironie, dieses federleichte Werkzeug, mit dessen Hilfe trotz aller tief sitzenden Sehnsucht, sich Klarheit im Hirn zu verschaffen und trotz der Gewissheit, dass das nie ganz der Fall sein wird, mit dessen Hilfe man das Hiersein mit mehr Eleganz, ja mit mehr Frohmut bewältigt. Selbstironie wäre die Fähigkeit, sein Ego zumindest in Maßen in Schach zu halten und seine Ansichten, was für eine Erlösung für den Betroffenen und seine 8 Milliarden Nachbarn, ohne missionarischen Geifer und ohne die Inbrunst der Unfehlbarkeit zu verlautbaren. Das schützt natürlich nicht davor, dass man bisweilen selbst Dummheiten loslässt. Was jedoch die Umstehenden nicht nur begrenzt belastet, wurden die Sottisen doch ohne feierlichen Ton ausgesprochen. Denn immerhin eine Wahrheit hat sich als ewig herausgestellt. Doppelpunkt, Stuss mit Erhabenheit vorzutragen, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich könnte mich in jede und jeden verlieben, der so daherkommt, ausgerüstet mit allen drei Apps und allzu bereit, sie an andere zu verschwenden. Nach jedem Gespräch mit ihnen ging ich um ein paar Millimeter klüger
und heitere davon. Besäße ein geistreiches Hirn, wäre gefeit gegen jede Art von Depression. Mir geht es wie jedem. Menschen traten und treten in mein Leben, die mich begeistern. Und dürfte ich mir noch zu dem gerade erwähnten ein weiteres besonderes Kennzeichen wünschen, dann Empathie. Ich mag Leuten zuschauen, die andere wahrnehmen, sie spüren, mitspüren, mitfühlen. Ich leide unter denen, die nicht leiden. Das ist ein pathetischer Satz, der ganz trocken gemeint ist. Kein Funken Heimat entsteht in der Nähe von kalten Frauen und Männern. Sie, die Instinktlosen, beschleunigen meinen Alterungsprozess. Sei es die innere Verrohung, sei es die Nonchalance, mit der sie Schwachstrombirne durch die Welt tragen. Wäre das nicht eine fulminante Erfindung, ein Hirnschrittmacher, der stets dann anspringt, wenn es unterhalb der Schädeldecke zu dunkel wird, wenn kein Nanogramm Verstand mehr zündet? Irgendwann, bald, will ich es wissen. Und deshalb komme ich nochmals auf mein zentrales Thema zurück. Mag ich Menschen oder sind mir die meisten zuwider? Fest steht, wann immer ich hassgrün herumlaufe, geht es mir schlecht. Weil ich mir den Gedanken verbiete, weil mein Körper innen wie außen verhärtet, weil ich an diesem Tag mein Leben weniger reich ist? Fragezeichen. Unverbrüchlich wahr, kommt die manische Phase, die Zeit der Menschenfreundlichkeit, da bin ich leichter, versöhnlicher, ja, das klingt seltsam, erfolgreicher, weil ich etwas ausstrahle, was andere beschwingt. Ja, sie verführt, ich meine das nicht im erotischen Sinn, zu dem, was ich erreichen will. So bringt, wie erfreulich, die eigene Wärme eigene Vorteile. Das ist ein fairer Deal. Befreit von dem Verdacht, nur geben zu wollen, ich schwöre. Ich kenne Leute, durchaus Bekannte, gewiss keine Alten und Krummen, die eindringlich nach Schuldigen für ihr missglücktes Leben suchen, die sich als bekennende Menschenhasser outen. Sie haben sich in ihrem Widerwillen eingerichtet und dabei bleibt es. Diskussionen mit ihnen führen zu nichts. Einer meinte, ich sei nur zu feig, den Abscheu zuzugeben. Okay, ein Weichei eben. Jetzt am Ende eine kleine Geschichte. Habe sie noch nie privat erwähnt. Doch hier passt sie. Ich habe eine 87-jährige Freundin, Marceline. Und das kam so. Es war wieder ein Tag, an dem ich dachte, dass ich mich nur mit mir beschäftige, meinem Leben, meiner Karriere, meinem Wohlbefinden. Ich beschloss, ein wenig von meiner Energie für jemanden herzugeben, der mir nicht vom Nutzen ist, den ich nicht begehre und dem ich keinen Silberlöffel Belohnung zu erwarten habe. Ja, mit dem ich eine Nähe herstelle, die, so sagen sie in Frankreich, désintéressé ist, desinteressiert, sprich ohne jeden Hintergedanken, welchen auch immer. Zufällig erfuhr ich von Marceline durch Samir, meinen Obsthändler, zu dem sie gelegentlich als Kundin kam. Sie wohnt allein. Sie ist sehr fragil, mit schwachen Augen und unübersehbar einsam. Der Algerier fragte sie, diskret auf meine Bitte hin, nach ihrer Adresse. Und eines Nachmittags läutete ich bei der alten Dame. Es dauerte. Und sie öffnete nur so weit, wie es die kleine Kette zuließ. Das wurden seltsame Minuten. Sie sah einen wildfremden Kerl vor sich, der nun drauf losredete, einem Radiobericht erwähnte, von wegen ältere Menschen, die ohne Kontakt in der großen Stadt lebten, verwies auf die Appelle zu ein bisschen Solidarität und dass mir Samir von ihr erzählt habe und ob sie einverstanden sei, dass ich ihr bisweilen Gesellschaft leistete. Ich redete ohne Punkt und Komma, natürlich war ich nervös, natürlich hatte ich Angst, sie zu verschrecken. Doch Marceline stand ganz still, lächelte scheu, musterte mich, entsperrte das Schloss und sagte glatt, Soyez le bienvenu, seien Sie willkommen. Entweder war sie tollkühn oder so verdammt vereinsamt, dass sie sogar einen vollkommen Unbekannten einließ. Seitdem sind Marceline und ich de Kamerad. Kameraden, so bezeichnen sie uns. Ein Wort aus längst vergangenen Tagen.
Gleich am ersten Tag machte sie Tee. Ich hatte vorsorglich Gepäck mitgebracht. Ach, ihre Wohnung voller Bommeln und gehäkelter Deckchen. Ach, der Nippes für drei Hochhäuser. Ach, die Schränke, jeder so Eichen wie ein dicker Baum. Und an den Wänden die 1000 Fotos, ihr Leben. Sie erzählte und beschwerte sich nie über meine Neugier. Bald entwickelten wir eine solide Routine. Tee und Kuchen, meist Fragen und Marcelins Antworten. Hinterher las ich ihr laut vor, immer aus Le Parisien, der beliebtesten Zeitung der Stadt. Wir fingen mit Les Faits divers an, den Lokalnachrichten. Zuerst ein bisschen Mord, ein bisschen Totschlag, ein bisschen Raub, dann Kultur, dann People. Ergab es sich, so kommentierten wir oder lästerten über die Gauner, die Berühmten und Wichtigtuer. Manchmal schlief Marceline ein. Dann räumte ich ab, spülte das Geschirr und verschwand leise, meist mit einem kleinen Zettel in der Hand, auf dem stand, was ich ihr bitte das nächste Mal mitbringen sollte. Ich bestand darauf, dass ich für sie die Besorgung erledigte. Sie bestand darauf, dass sie alle Einkäufe bezahlte. Hier ist kein Platz, um das Leben dieser Französin zu erzählen. Einmal meinte sie, sich noch gut an die Gestapo zu erinnern, als die Nazis 1940 hier einfielen. Sie wusste, dass ich Deutscher war und sagte es ohne unterschwelligen Tadel. Hätte es gewiss nicht ausgesprochen, hätte ich nicht ausdrücklich danach gefragt. Schon nach Wochen, so vermute ich, freute ich mich mehr als die zarte Greisin auf unser nächstes Rendezvous. Im Französischen kann man das Wort ganz ohne jenen sinnlichen Unterton gebrauchen. Irgendwann mitten in ihrem Wohnzimmer war mir klar, warum. Ich war vollkommen entspannt, so leicht in ihrer Gegenwart. Und ich war das, weil ich mich in keiner Sekunde um mich kümmerte. Tatsächlich imstande war, nur da zu sein, nur die Anwesenheit dieser warmen Frau zu genießen. Als Kind habe ich oft in den Nachthimmel gestarrt, fasziniert von den blitzenden Sternen. Später gab ich ihnen den Namen von Menschen, die mir zu verschiedenen Zeiten und an gewissen Orten Heimat waren oder noch immer sind. Heimat als Synonym für Swing und gedankenlose Freude. Jetzt gibt es einen Stern, Marceline. So, jetzt lese ich noch ein kleines Stückchen nach. Es ist jetzt absolut heiter. Wir sind in New York. Das Glück des Augenblicks, New York. Als ich nach New York umzog und meine Bude in einem Null-Sterne-Hotel betrat, war ich ein glücklicher Mensch. Die Klimaanlage funktionierte. Ich kam als Leiche herein, hingerichtet von Hitze und Luftfeuchtigkeit und erwachte wieder zum Leben. Summer in the City. Damals war New York noch verrufen. Damals gab es die 42nd Street noch als wüstes Sündenparadies mit Klappen, mit Zaunen, Piepshows, den Strichern und Nutten, den Hinterzimmerpuffs. Und es gab die 5 oder 6 Toten, die Stadt alle 24 Stunden produzierte. Mordopfer, Totschlagopfer, Gewalt, die alte Seuche, made in USA. Ich mochte New York, trotz der Anwürfe, die es jeden Tag für Körper und Seele bereithielt. Als Gegenleistung bekam man die Verrücktheiten der Welt, die unheimlichsten Zeitgenossen, die schrillste Mode, die herrlichsten und fettesten Frauen, die schönsten und deformiertesten Männer, Kunst zum Anbeten, Kitsch zum Schreien, Reichtum und Elend so eiskalt nebeneinander. Es gab wohl keinen Ort auf Erden, der sich Tag für Tag und Nacht für Nacht so hemmungslos aufführte wie New York. New York als Heimat? Ich weiß nicht, auf Dauer eher nicht. Someday you go nuts, las ich in einem Leserbrief in der New York Post. Irgendwann wirst du gaga. Diesen einfachen Satz konnte man stündlich nachprüfen. So begriff ich den 7-Millionen-Moloch als Etappe, um mich auf mein Leben als Reporter vorzubereiten. Ich war gekommen, um nicht sterben zu müssen, ohne hier gewesen zu sein und um mein Englisch zu verbessern. Ich schrieb mich in der New York University ein, versuchte ein paar Kurse, in denen altknöcherne Herren als Professoren auftraten und unsäglich pedantisch ihren Unterricht aus dem 19. Jahrhundert abwickelten. Ich verließ so lange jeden Klassenraum, bis ich auf Priscilla stieß. Man musste ihr nur eine Minute lauschen und wusste, dass man angekommen war. Priscilla stammte aus Brooklyn, war groß, stämmig und ein Traum. Eine Energiebombe.
Eine, die auf Aktualität pochte, um ihre Schüler in ein Gespräch zu verwickeln, die begriffen hatte, dass man sich spielerisch am intensivsten einer fremden Sprache annähert, eben keine dicken Klassiker durchackern, um jedes dritte Wort in dicken Wörterbüchern nachzuschlagen. Nein, Priscilla redete vom Hier und Jetzt, von der Gegenwart, der Politik, den neuen Filmen, den gestrigen Verbrechen, las einen kurzen Artikel aus der Washington Post vor, schrieb die schwierigen Formulierungen an die Tafel, fragte nach unserer Meinung, forderte unseren Widerspruch, übte mittendrin, wie es sich aus dem Zusammenhang ergab, eine Grammatikregel, empfahl uns diese oder jene Lektüre, verwies auf Gedichte, der grandiose Robert Lee Frost war ihr Liebling und wurde nie müde, uns an die Beauty of the English Language zu erinnern. Mir fiel mein Deutschunterricht im Gymnasium ein, Leichenhallengeruch und dazwischen eine Fledermaus, die als krummes Männchen verkleidet aus Königs Erläuterungen zitierte. Himmel, wie soll da die Sehnsucht nach Literatur entstehen? Wir alle, 23 Frauen und Männer aus 9 Ländern, bewunderten Miss Priscilla. Als ich ein paar Jahre später den Film Der Club der toten Dichter sah, in dem Lehrer John Keating, gespielt von Robin Williams, seine Studenten mit schrägen Einfällen zu selbstbewussten Freidenkern zu erziehen versucht, musste ich sofort an unsere New Yorker Lehrerin denken. Einen dunklen Punkt gab es in Room 102. Der war ich. Genau, ich war der Auslöser für das Unglück eines anderen, von Masai, meinem Nachbarn, einem Japaner. Irgendwann fing er an, rassistische Giftspritzer über Deutschland zu flüstern. Ich flüsterte zurück und meinte, unsere beiden Völker sollten klugerweise den Mund halten, was rasend gewordenen Nationalismus betrifft. Aber Massai legte nach, wurde persönlich, kommentierte jede meiner Wortmeldungen halblaut und gehässig, von wegen wichtig tun und alles besser wissen und garantiert typisch deutscher Rüppel. Die Situation war umso bizarrer, als drei Reihen hinter mir mein liebster New Yorker Mensch saß, Masazumi, auch Japaner. Er war ein Ausbund von Höflichkeit und Humor, bis zur Selbstaufgabe generös. Ich hätte nicht mehr sagen können, wie oft er mich bereits zu sich nach Hause mitgenommen hatte, um für uns zu kochen und aufzutischen. Masai war nicht zu bändigen. Nicht durch meine Bitten, friedliche Manieren an den Tag zu legen, nicht durch meine Warnung, seine boshaften Allüren coram publicum bloßzustellen. Irgendetwas an mir musste ihn zu Weißglut treiben. Aber ja, ich nahm wie andere lebhaft am Unterricht teil, fragte nach, machte Fehler, stotterte intelligenter, ja, ließ mich begeistern von Priscilla und ihrem Schwung, mit dem sie durch die Stunden fegte. Marcel war schüchtern, bekam den Mund nicht auf, fühlte sich unterlegen, uns allen. Und ich war der zufällige Sündenbock, der neben ihm saß. 2 Wochen lang zerrte der 29-Jährige an meinem Geduldsfaden. Dann riss er und ich stand auf und tat, was ich ihm ersparen wollte. Detailliert, aber in Kürze legte ich dar, was für eine Art läppischer Kleinkrieg hier auf Bank 14 täglich stattfand. Und ich mir zuletzt nicht anders zu helfen wusste, als die Angelegenheit öffentlich zu verhandeln. Mein Verhalten war eine Spur riskant, denn die Politik der Universität, so hörte man hinter vorgehaltener Hand, hieß abwägeln, diplomatisch ausweichen, keiner froh, ja darauf bedacht, niemanden vor den Kopf zu stoßen, konkret keinen Japaner zurechtzuweisen, sonst spricht sich das herum und ein paar tausend potenzielle Kunden fallen weg. Aber Priscilla wäre nicht Priscilla gewesen, wenn sie sich an die Regeln gehalten hätte. Ich fragte Masse, ob es stimmte, dass er mich für einen arroganten, präpotenten Idioten hielt, der grundsätzlich anderen das Wort abschnitt und nur seine eigene Meinung gelten ließ. Und Masse, durchaus bockig, bejahte. Jetzt kam das Glück. Nicht, weil Priscilla mich in Schutz nahm und meine Anwesenheit in der Klasse unter anderem als very stimulating lobte. Nein, denn ich war nur das, was man von jedem Teilnehmer hier erwartete, ja erwarten musste, der sich auf den weiten Weg gemacht hatte, um sich in dieser sündteuren Hochschule zu immatrikulieren. Ich war rastlos neugierig, penetrant darauf bedacht, dass wir hier nicht unsere Zeit verhocken, sondern etwas von der superreichen englischen Sprache lernen. Was ich, um ein Haar wäre mir die Tränen gekommen,
als Glück empfand, war die Tatsache, dass ich hier jemanden in Echtzeit erleben durfte, der Charakter bewies, eine Art Zivilcourage, die sich nicht einschüchtern ließ, die sich nicht hasenfüßig hinter dem handelsüblichen Blabla versteckte. Das durchaus seltene Hochgefühl überkam mich, einem Menschen zuzuschauen, wie er Würde behielt und sich nicht verrät. Solche Frauen, derlei Männer gibt es auch, verbuche ich in meinem Arsenal virtueller Heimaten, um mich auf sie zu besinnen, wenn ich wieder den anderen begegne, den Ja-Sagern, dem schweigenden Haufen, jenen, die sich therapeutisch empfehlenswert in Priscillas Klassenzimmer verirren sollten, um auf gewitzte Weise Englisch zu lernen und im Fach Herzensbildung ganz nebenbei Nachhilfeunterricht zu bekommen. Ach ja, Massai wuchs. Er hatte tatsächlich die Kraft zur Einsicht. Wir wurden keine Buddies, aber für den Rest der Zeit herrschte ein zivilisiert freundlicher Umgangston. Als ich ihm einmal diskret einen Zettel hinschob, auf dem das Wort stand, das ihm fehlte, er hielt gerade einen kurzen Vortrag, lächelte er scheu. Wir beide lächelten scheu. Ich schwöre, in diesem Raum ging Priscillas Geist um. Dankeschön. Dankeschön, Andreas Altmann. Dann lass uns doch ein bisschen über den Begriff Heimat sprechen. Wenn du in der Fremde bist und wenn du dann Landsleuten begegnest, befällt dich dann Heimweh oder eher das Gegenteil? Das erinnert mich an eine Stelle von Max Frisch, wo er auch darüber schreibt, wenn er einen Schweizern begegnet, ob er dann lieber Schweizer ist oder nie von Schweiz gehört haben möchte. Nein, wir haben alle die Phase, wo wir durchläuft, um Gott, das ist ein Deutscher, ich bin überhaupt nicht Deutsch, ich habe überhaupt nichts damit zu tun. Nein, heute mache ich es ganz einfach, ich höre heraus, ob es sich um intelligente Deutschinnen oder Deutsche handelt und es, wenn es der Fall ist, dann docke ich an und wenn nicht, entferne ich mich. Aber es hat nichts damit zu tun, ob sie Deutsche sind oder nicht, es geht immer darum, lerne ich was, lernen Sie was, können Sie was von mir lernen und so und dann geht's los. Kennst du denn überhaupt Heimweh? Aber natürlich. Nein, es ist völlig gaga, die Vorstellung, ich kenne so Leute, die haben so einen Ziehharmonika-Pass. Früher hat man das dann bei Botschaften, deutschen Botschaften in den Ländern, hat man das dann verlängern lassen, weil kein Platz mehr davon ging. Nein, du bist völlig wahnsinnig. Nein, ich brauche unbedingt, nach 3 Monaten ist der Speicher voll. Dann willst du überhaupt keine Fremde mehr sehen. Du willst überhaupt nichts mehr hören, willst nichts mehr wissen, kein Schicksal mehr hören. Du bist nicht mehr fähig aufzunehmen. Und dann will ich in meinem Pariser Café hocken. Und der einzige Abenteuer, den ich habe, ist von meinem Schreibtisch zu 200 Meter zu meinem Café zu gehen. Nein, das brauche ich unbedingt. Und jeden Tag in ein unverlaustes Bett bzw. Futon zu kriechen. Und eine saubere Dusche, die nicht verschimmelt ist und so. Nein, das brauche ich unbedingt. Ich habe das absolut. Nach einer gewissen Zeit reisen will ich nur noch nach Hause. Ist Paris denn deine Heimat oder dein Zuhause? Und wo liegt überhaupt der Unterschied? Rein physisch für das Tag-zu-Tag-Leben ist natürlich Paris ist meine Heimat. Ich habe kein Schloss. Ich würde jetzt gerne von meinen Schlössern in Schweden zum Beispiel erzählen. Habe ich nicht. Das ist mein Hauptwohnsitz. Ja? Aber wie in dem Buch erklärt, habe ich natürlich Orte auf der Welt gefunden, Frauen und Männer, Musik, gewisse Sprachen, wo ich mich auch heimatlich fühle. Aber wenn du meinst, wo ich gerne am liebsten physisch lebe, wenn ich nicht auf Reisen bin, dann ist es Paris. Ich mag auch, dann ist die Tür zu und draußen ist die Welt. Dann bin ich auch gern, der allein sein kann und so, dann ist es auch meine Heimat. Heimat ist natürlich ein wunderschönes Wort und dann ist es auch mein Zuhause. Aber es hat dieses Gefühl und das löst ja bei jedem Menschen natürlich was anderes aus. Aber Wärme muss sein und wenn ich in meiner Wohnung bin, dann ist es, fühle ich mich warm, weil die Leute, die im Haus wohnen, sind anständig und cool. Und ich bin mitten in Paris und bin direkt neben einem Metroeingang. Also ich kann mich nicht beschweren. Jetzt hast du ja gerade schon das Alleinsein angesprochen. Kann denn Einsamkeit auch Heimat sein? Ja, es gibt ja die sogenannte gute Einsamkeit und die böse Einsamkeit. Alleinsein ist, wenn man allein sein möchte und bei Gott will man öfters in seinem Leben allein sein, dann ist es durchaus eine angenehme Einsamkeit natürlich. Und dann gibt es die böse, die dein Herz auffrisst, weil du niemanden, ich gendere immer gerne, weil du niemanden hast, der in deiner Nähe sein kann oder noch schlimmer sein will und so, dann franzt es. Und das scheint ja einer der schlimmsten Zustände des Menschenlebens zu sein, wenn du allein bist und es nicht sein möchtest.
Wann hast du dich denn das letzte Mal einsam gefühlt? Ja, mich darfst du solche Fragen nicht fragen, weil ich ein zäher Hund bin. Das heißt, das ist Teil meines Lebens, weil ich halt nicht, ich habe keine Familie, ich will das nicht. Das ist eine Wahl, die ich getroffen habe und die ich annehme völlig. Aber natürlich habe ich Situationen, wo ich denke, als wenn ein Mann oder eine Frau da wäre oder Freunde, dann wäre es schöner. Aber ich will ja Mann sein, also ein Mensch sein, der mit den Herausforderungen des Lebens umgeht. Dann ist es der Preis, den ich jetzt dafür zahle, weil ich auf der anderen Seite das Leben habe, das ich führe. Also ich falle dann nicht in Depressionen und ich muss keinen Therapeuten anrufen und ich heule mich nicht bei meiner Mutti aus, hätte ich noch eine Mutti, sondern nehme das einfach an. Ist ja eigentlich der Heimatbegriff so, dass der eine Beziehung zwischen Mensch und Raum beschreibt. Du hast den Begriff ausgeweitet. Wenn du dir einen Geschmack oder einen Geruch aussuchen müsstest, der für dich etwas mit Heimat zu tun hat, gibt es da etwas? Ja, vielleicht eine Opiumpfeife und sowas, dann fühle ich mich sehr heimatlich, verstehst du? Oder wenn so ein Chai-Geruch, so ein richtiger indischer Chai, ja, Gerüche natürlich. Wenn ich so Vanille-Deo rieche, dann wirft mich das sofort in meine Schulzeit in diese stickigen Umkleidekabinen zurück. Wo der Turnhallenduft. Genau, wo auch niemand geduscht hat, sondern nur dieses Vanille-Deo wieder. Ist eine andere Geschichte. Also ohne Duschen, einfach nur so. Einfach nur, so war das damals. Ja, ist auch noch behaart hier. aber das bringt mich direkt, lass uns mal eine elegante Überleitung machen, weil das bringt mich eigentlich vom Vanille-Deo zu Goethe. Denn Goethe hat ja gesagt, wenn wir jetzt zurück in die Jugend gehen, dass Kinder Wurzeln und Flügel haben sollen. Wenn wir das jetzt auf die Erwachsenen beziehen, glaubst du, das stimmt? Braucht man Wurzeln, um Flügel haben zu können oder reicht eins von beiden? Ja, das ist unbedingt. Du brauchst ein Gefühl von Heimat. Ich glaube, heimatloser sein ist kein lustiges Dasein. Weiche Heimat, das ist egal, aber du brauchst Punkte, wo du andocken kannst, wo du dich fühlst, wo du am Leben bist, wo du dich geliebt fühlst. Eine Art Lichtkreisen, dass du hineingehörst, die Sprache, die dich versöhnt, eine Art Verfassung, wo du dich in Sicherheit fühlst und so weiter. Also das brauche ich auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Apropos Verfassung, inwiefern ist Heimat denn individualistisch geprägt und gesellschaftspolitisch? Wo würdest du da den Unterschied sehen? Das ist ja gut, weil wir uns ja gerade in den Hochzeiten des Identitätswahns befinden. Ja? Und dann es gibt jetzt 800 verschiedene Sexualitäten. Also wir müssten dann neben Mann und Frau noch 800 andere Wörter lernen, um jeden sein Ding. Dann müssten wir auch für Linkshänder neue Klos machen, weil für Linkshänder ist es eine Zumutung, die Klinke aufzumachen. Nein, du musst erstens deine Identität für dich persönlich finden und dann musst du in das Ganze, dann musst du zu den Menschlein kommen. Ja? Dann musst du auch in dem Land, in dem du lebst, das einigermaßen anerkennen. Wir wissen, gerade wir Deutsche wissen, was passiert, wenn das Volk nicht mit dem Land einverstanden ist. Und so. Also zuerst, dass du dich findest, dass du dich definierst in Maßen und dann natürlich dich öffnest zu anderen hin. Jenseits von all diesem idiotischen Identitätsgetue, sondern dass wir Mitmenschen sind und Menschen und dass wir das Tiefste, was uns verbindet, auf dieser Erde sind. Und wie sagte Brecht, das Schicksal des Menschen ist der Mensch und dass wir das kapieren. Es geht uns schlecht, wenn andere Menschen schlecht zu uns sind und es geht uns besser, wenn Menschen gut zu uns sind. Jetzt hast du ja gerade schon Deutschland angesprochen und heute ist der Begriff Heimat ja auch oft mit Patriotismus oder dumpfen Nationalismus aufgeladen. Wir merken das ja auch hier in Deutschland, die AfD sitzt im Bundestag. Wie kann man sich denn diesen Heimatbegriff wieder zurückholen? Patriotismus kommt von Patria, das ist lateinische Wort für Heimat. Ja? Also, aber es gibt ja kosmopolitische Patrioten. Ich kann ja ruhig mein Land mögen und lieben, aber dafür müssen auch noch Herzkammern offen sein für andere Länder, für andere Nationen, dass ich deren Leistung, deren Schönheit, deren Kultur, deren Sprache begeistert aufnehme und bewundere und so. Also Patriotismus ist durchaus gut. Wenn es dann, wie so viele Wörter, in die falschen Köpfe kommt, wir merken es, wie du sagst, in Deutschland, dann, wenn es bei braunen Glatzen ankommt, dann wird das Wort geschunden und vergewaltigt und missbraucht. Und da müssen dann andere Leute, die wie unsereins, die besser durchlüftet sind, ganz oben, dagegen kämpfen.
damit da ein Damm entsteht, damit diese Leute, die Eingetrübten, nicht das Sagen haben in unserem Land. Glaubst du denn, ist es möglich, diesen Heimatbegriff zurückzuholen? Ist es notwendig denn? Ist es überhaupt notwendig? Naja, natürlich. Es gibt ja, es ist ja, Dummheit ist wie Hochwasser. Es dringt immer ein, in jede Ritze. Ne? Du musst unheimlich aufpassen, kommt immer schon wieder ein Dummheit an. Es hört ja nicht auf. Die Corona-Krise hat uns bewiesen, der Nahostkonflikt hat es uns bewiesen wieder und so. Also, die wird nicht aufhören. Der Kampf, wie die Kampf um Demokratie, er ist täglich, er muss täglich angetreten werden, damit die Sturmflut der Dummköpfinnen und Dummköpfe nicht überhand nimmt. Also, den Kampf wird uns niemand ersparen. Ist Heimat eine Haltung? Naja, das ist mir, auf der anderen Seite dürfen wir es ja nicht, wir dürfen es ja nicht überinterpretieren und jetzt dann mit stolzer Brust. Ja gut, aber man kann ja sagen, vielleicht das Grundgesetz oder unsere, oder irgendein Wertefundament, dass das dann Heimat ist und ne, deswegen frage ich, ob es vielleicht eine Haltung sein kann, positive auch. Naja, aber wir nehmen wir unser Deutschlandlied und nach Auschwitz war ja die erste Strophe nicht mehr hörbar, Deutschland, Deutschland über alles. Und klugerweise hat man dann nach der Wiedervereinigung beschlossen, dass die zweite Strophe gelten soll und die erste wegfällt eben. Und da geht es um Einigkeit, Recht und Freiheit. Ja, ich habe überhaupt nichts gegen Einigkeit, Recht und Freiheit. Ja, her damit und so. Natürlich bin ich dann Patriot, aber ich bin eben, bilde ich mir ein, ich bin dann die nächste Identität, ist dann Weltbürger. Und das geht ja wunderbar. Du kannst ja wunderbar dein Land achten und sehen, ich mag zum Beispiel die Angela ist meine beste Freundin virtuelle, die ich dafür schätze, dass sie da 2015, viele Menschen werden mich dafür hassen, aufgemacht hat, damit die Leute reinkommen. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich dann Dinge kritisieren und sagen, okay, wer zu uns kommt, muss aber die Spielregeln des Gastgebers akzeptieren. Ich bin sehr gegen Gutmenschentum, ich bin sehr dagegen, dass man alles schön und gut findet. Also das ist ein ewiges Spiel. Heimat, Heimatfreude. Heimat ist ja allein schon klangmäßig ein wunderschönes Wort. Und so. Die Franzosen, die Engländer sagen übrigens, wie schön, wir sagen Vaterland und die Engländer sagen Motherland. Es ist auch schön, es ist die Mutter für ihn. She, sagen sie seltsamerweise, she is beautiful. England, she is beautiful. Sie sagen nicht, it is beautiful. Und so. Also, so hat jedes Land, das ist ja auch das Faszinierende, gerade beim Reisen, jedes Land hat seine eigene Annäherung an seine Heimat. Und dann gibt es ja den schönen Satz, wer kennt England, der nur England kennt? Du kennst ja erst dein eigenes Land, wenn du woanders warst. Weil wir ja immer im Leben von Vergleichen leben. Wir kennen ein Parkhaus nur deshalb ist hässlich, weil wir Bilder vom Schwarzwald im Kopf haben. Wenn es nur Deutschland gäbe auf der Welt, hätten wir keine Ahnung von Deutschland, weil wir es ja nicht vergleichen können und so. Und so ist es. Und dieser Vergleich, man kann dann ruhig Dinge im Land, in seinem eigenen Land kritisieren, im anderen Land auch kritisieren, aber es darf nie überhand nehmen. Es muss immer grundsätzlich mal ein cooles, warmes Gefühl sein. Sonst kommen wir auf dieser Welt mit 8 Milliarden Nachbarn nicht zurecht. Wir haben jetzt gerade ein bisschen über Haltung gesprochen. Du bist ja auch Beirat in der Giordano Bruno Stiftung. Hinter uns sieht man nämlich den schönen Ausblick in Oberwesel vom Stiftungssitz. Ist denn so eine Gemeinschaft wie zum Beispiel die Giordano Bruno Stiftung oder es gibt ja auch andere Vereine und Stiftungen, kann das auch so eine Gemeinschaft Heimat sein? Ist das für dich Heimat? Ja, natürlich. Ich docke immer an. Sobald Humor und Intelligenz aufblitzen, bekommt mich der Mensch nicht mehr los. Verstehst du? Weil es ja so wahnsinnig viel jetzt mit Intelligenz und Humor ja nicht gibt. Natürlich kann das sein, weil du dich beschützt fühlst. Wir sind ja angetreten, sage ich jetzt im Pluralis Majestatis, angetreten, um gegen den Hokuspokus der Religion, dass irgendjemand vom Himmel plumpst und für unsere Sünden stirbt und so. Um die Leute zum Denken, zum eigenständig Denken. Ich möchte ganz kurz eine Anekdote erzählen. In Australien habe ich einen jüdischen Schriftsteller kennengelernt, ein Pole, der die drei feinsten Adressen überlebt hat, unter anderem Theresienstadt, und überlebt hat und dann nach Australien ausgewandert ist. Und ich habe ihn ja ein Buch veröffentlicht, zufällig habe ich im Radio gehört. Und dann habe ich gedacht, oh, den möchte ich kennenlernen, der war Melbourne. Da habe ich ihn getroffen, der hatte 85, ich habe ihn gleich gesagt, ich bin Deutscher und so. Und er sagt, ja, ich komme, wir gehen ins Café. Und am Schluss habe ich ihn gefragt, was er denn den Jungen sagen würde in einem Satz,
angesichts seines ungeheuer intensiven Lebens. Und dann sagt er ganz einfach, think for yourself. Denk für dich selber, fühle für dich selber. Nicht der große, blökende Haufen. Also das ist die Aufgabe. Und die meisten, viele Menschen, weiß nicht, ob die meisten, ich bin kein Soziologe, wollen nicht Eigenverantwortung für die Gedanken, die du hast. Du musst, und das gefällt mir im Zen-Buddhismus, ich habe ein eigenes Kapitel über Zen, dass ich bin kein Buddhist geworden, ich bin viel zu schwach, um Buddhist zu sein, mir gefällt auch nicht alles, aber zwei Dinge mag ich im Buddhismus. Das ist erstens, du musst erwachsen werden. Erwachsen werden heißt in dem Sinne, du bist verantwortlich für das, was du sagst und was du tust und dass du grundsätzlich mal, wenn es irgendwie geht, und wir scheitern alle daran, immer wieder Empathie, Mitgefühl mit Leuten, die aus welchen Gründen, auch vielleicht aus eigener Schuld, die Arschkarte gezogen haben oder mehrere Arschkarten, dass man grundsätzlich doch das nicht verhornt, dass das Herz nicht einfriert. Das ist es. Und dann geht es. Wann hast du denn gelernt, Verantwortung für dich selbst zu übernehmen? War das, als du angefangen hast zu reisen oder war es schon vorher? Also ich meine wirklich, wo du verstanden hast, okay, ich bin nur für mich selber da. Ich bin allein auf der Welt und ich muss damit irgendwie zurechtkommen. Na gut, wir müssen den relativieren. Also klar, existenziell sind wir natürlich alle allein. Gell? Wir sterben allein. Ja klar, da kann keiner mitkommen und so weiter. Selbst wenn er sich umbringt mit dir, ist egal. Du bist allein. Auf der anderen Seite haben wir Freunde. Es gibt ja Liebe. Wie sagt ihr, Cocteau? Es gibt keine Liebe, es gibt nur Beweise der Liebe. Okay, also, ja, ich glaube, ich bin ein Late Bloomer, also jemand, der spät blüht. Ich habe wahnsinnig lang gebraucht für alles in meinem Leben, bis ich was kapiert habe. Das kam dann schon mit der Zeit, also das hat sich dann verstärkt nach dem Kloster. Da war ich kurz knapp 30 und so. Und durch Erfahrungen und durch die Reisen. Ich kenne auch Leute, die sind viel mehr noch gereist und sind genauso blöd wie zuvor. Also auch Reisen ist keine Garantie, um der Vergrößerung des Hirns zu förderlich zu sein. Das weiß ich nicht. Aber das ist ja, du fragst mich Dinge, die ja so komplex sind in uns. Und da kann man Entschuldigung. Sagen, ja, was das war. Es hat sich halt so entwickelt und dann habe ich auch gemerkt, obwohl ich eine etwas anstrengende Kindheit hatte, dass ich im Grunde dann nachher, ich hatte vorher viel Scheiß, Unglück, völlig unschuldig, ich war ja kein böses Kind oder habe Tiere gewählt, und dann später hatte ich viel Glück, auch wieder völlig unverdient. Warum? Ja, ich hatte keinen Unfall, ich hatte dann irgendwann was gelernt, ich habe dann irgendwann Erfolg gehabt. Ja, gut, also viel, es ging mir viel besser als vielen anderen Menschen. Und vor allem die, nicht nur nicht, ich bin dann mal raus aus der Scheiße, sondern die in der Scheiße wahrscheinlich ihr ganzes Leben bleiben. Und dass man da nicht verhornt und dass du da noch so, auch da nicht, okay, wir haben noch andere Leute auf der Welt, vielleicht könnte man denen helfen. Dann lass mich ein bisschen konkreter fragen, nicht weniger komplex, aber vielleicht ein wenig konkreter. Wann hast du dich denn das erste Mal frei gefühlt? Frei bin ich immer, wenn weniger, also ein bisschen frei mit Leuten, wenn die Leute... Wenn es abgeht, wenn da, wie bei uns, wenn wir uns treffen, sage ich jetzt im großspurigen Namen unser aller, und wenn dann kluge Leute reden, ja, die auch noch Empathie haben und die klug Dinge erklären, die ich noch nicht verstanden habe, hoffentlich dann verstehe und so, dann fühle ich mich schon sehr, weil unfrei fühle ich mich, wenn ich Blödsinn höre, wenn dumme Leute dummes Zeug reden oder gefährliches Zeug reden, Politiker Dinge, wenn Phrasendreschermaschinen auftreten, wie unser Außenminister und so weiter, ja, dann geht es mir nicht so gut. Dann bin ich nicht frei. Und du bist ein Suchender? Naja, du schmeißt... Aber was suchst du und was hoffst du zu... Das sind so diese großen Etiketten, ich bin. Ja, ja. Ich möchte dich ein bisschen kitzeln. Ja, ich suche ein bisschen. Wie sagt Aber was hoffst du zu finden? Picasso, ich suche nicht, ich finde. Das würde ich auch gerne sagen. Nein, ja, was suche ich? Ja, ich suche das, eine Antwort auf das, was Sartre sagte. Am Ende des Lebens frage ich mich, was habe ich gemacht mit meinem Leben? Oder breche ich in Tränen aus über all die Feigheiten, die ich mir erlaubt habe im Leben und so, dass ich einigermaßen intelligent, nicht Menschen ausbeutend, nicht dauernd Leute seine zwei Koffer Probleme hinstellen, sondern auch Heiterkeit verstrahlen, Coolness, das suche ich. Und das ist ja, wir müssen jeden, wir werden ja auch nicht jünger, das wird das Leben wird ja doch immer anstrengender, ja, und so. Und da bin ich dann schon,
fast 24 Stunden lang damit beschäftigt. Ich möchte beim Suchen anknüpfen. Du hast mal gesagt, ich glaube, das schreibst du auch im Buch, dass dein Ziel es ist, dein hehres Ziel, ein Weltbürger zu werden. Was fehlt dir denn noch zum Weltbürger? Also die Frage finde ich ein bisschen gemein, gell? Das Wort fehl. Es gibt auch diesen wunderbaren Roman, The Unbearable Lightness of Being von dem Kundera, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Und ich möchte the bearable lightness of being, die erträgliche Leichtigkeit. Also dass ich leichter werde, noch weniger mich wichtig nehme, noch mehr, ja, global player, aber im guten Sinne, nicht als Industriekapitän, sondern jemand, der Leuten in Vorfahrt lässt, du bist wichtig. Also auch ein bisschen Ironie noch mehr. Manchmal ist die Lightness weg und dann fletsche ich die Zähne und das ist fördert den Alterungsprozess und sieht nicht gut aus und ist nicht weltbürgerhaft. Ja. Du hast gesagt, du bist Heimatloser. Dann gibt es für dich ja auch keine Heimaterde. Wo möchtest du denn dann begraben sein? Moment, das habe ich nicht gesagt. Hast du nicht gesagt? Ich habe mich von meiner physischen Heimat davonrennend, schluchzend vor Schmerz, weil mich mein Alter gerade noch das letzte Mal geprügelt hat, und schluchzend vor Freude, dass ich davon bin. Nein, ich kann auch nicht leben. Ein Apatrie, ein Heimatloser, ist kein schöner Zustand. Nein, ich habe mir dann eine Heimat, ich bin über Umwege dann nach Paris gekommen, habe ich mich dann da festgesetzt und dort will ich auch sterben. Und das wird auch so stattfinden. Und habe mir dann durch mein Leben als Reporter Heimaten woanders noch gesucht. Aber heimatloser bin ich nicht. Ich verachte meine physische Heimat, aber heimatloser bin ich nicht. Also halten wir fest, Heimat kann ein Ort sein, es ist aber auch ein Zustand. Er ist viele Zustände und er kann mehrere Orte sein. Ja? Also für mich, andere werden geboren und werden dann, ich habe in Südafrika eine Familie kennengelernt, die mir letztes Geld zusammengekratzt, damit die Leiche zurückkommt in die Heimaterde. Also wenn ich tot bin, ist mir eigentlich egal, also will ich ja verbrannt werden. Also so kann man auch Heimat empfinden. Jeder und jede wie nach seinem Pläsierchen. Für mich ist es so, dass ich mehrere Orte habe, der Hauptort Paris und mehrere Zustände, auch Musik, mein Gott, Tiere. Mich sehe ich dann die armen Frauen, die einsamen Frauen, die einsamen Männer nachts in Paris mit ihrem Hündchen spazieren gehen. Das ist der letzte Lebewesen, das in ihrer Nähe ist und so. Natürlich Tiere. Ein ungeheures Gefühl von Nähe, Liebe und Fürsorge. Auch das natürlich. Du hast ein Pferd, ne? Beziehung. Ich habe ein Pferd in Paris gekauft. Ja, da habe ich einen Huf getroffen. Was man halt so in Paris hat, ne? Ja, aber unbedingt. Das war das Wichtigste. Ja, man macht Fehler. Weißt du denn, wohin die nächste Reise gehen soll, wenn es wieder möglich ist? Ah, das ist das Schöne, dass ich mich hinter den großen Geistern, jetzt nehme ich wieder Goethe, der ja vom Glauben abgefallen ist und zum Aberglauben übergelaufen ist, also das habe ich mit ihm gemeinsam. Das heißt, man soll diese Dinge nicht verreden, weil wenn ich jetzt Großkönig angehe, ich erobere die Arktis, dann wird es nichts und dann muss ich alle Leute, Millionen anrufen, es wird leider nichts mit der Arktis. Das ist nicht aus Bescheidenheit, sage ich, sondern ich rede dann natürlich sehr viel, wenn es da ist und so. Ich weiß es nicht so genau. Bei mir war natürlich auch Corona Dinge durcheinander gebracht und so. Ich überlege. Dann danke ich dir sehr, Andreas Altmann. Ich danke dir. Dankeschön. Das war Gebrauchsanweisung für Heimat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Das war's von uns. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ade. Dankeschön.